Streampunk, liebe Punks und liebe Leute, schön, dass ihr es heute wieder geschafft habt zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Zu Beginn, wie immer, meine Bitte an dich, falls du es noch nicht getan hast, abonniere bitte meinen Kanal, aktiviere bitte die obere Glocke, dann wirst du rechtzeitig informiert, wenn es neue Inhalte gibt und hilf auch bitte hier mit dem Scheren Scherensymbol, kleine Inhalte aus meinen Videos auszuschneiden, die du dann in deiner Social Media Welt verteilen kannst. Du kannst natürlich auch, wenn du möchtest, die Video in ganzer Länge in deiner Social-Media-Welt verteilen. Vielen lieben Dank schon einmal dafür. Ja, ähm, wie ihr sehen könnt, habe ich mir ein kleines bisschen ein neues Layout ausgesucht. Ich wollte mal raus aus diesen dunklen, ähm, ja, tunnelmäßigen äh, Effekten im Hintergrund. Ich wollte mal so ein bisschen Sonne reinbringen, ein bisschen Positivität. Das Jahr 20, äh, 2023 ist jetzt gerade neu gestartet. Der Januar ist schon rum. Wir haben so ein bisschen uns vorgewärmt. Auch das Jahr 2023. Und wir wollen ja ein bisschen positiv und ja mit positiver Energie in dieses Jahr gehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ein bisschen mehr Freundlichkeit hier in meinen Hintergründen und auf meinem Kanal tut ganz gut. Wer hier das erste Mal auf meinem Kanal ist und sich wundert, warum hier eine Maske zu sehen ist, das ist, äh, ja, das bin ich. Das ist die Figur Stream Punk. Ich arbeite hier nicht mit meinem eigenen Gesicht, weil ich es persönlich fürchterlich finde, jemanden beim Reden zuzuschauen. Und da habe ich mich damals entschieden, hier so ein bisschen mehr auf Grafik und äh, Wert zu legen und ein bisschen eher darauf, ähm, eure Augen zu verwöhnen mit so ein paar schönen äh, grafischen Hintergründen. Das also so ein bisschen als Hintergrund hier, als Hintergrunderklärung für... Für dich, falls du das erste Mal heute hier bist. Ja, war das eine Kriegserklärung? Ist der Titel des heutigen Videos. Da muss Frau Baerbock sich zu erklären. Und wir schauen auch mal ein bisschen, wie die Presse darauf reagiert hat. Ist natürlich vollkommen klar, was hier abgeht. Ich nehme euch mit hier auf mein Anwesen. Das ist mein See hier im Hintergrund. Da habe ich mir gedacht, gehen wir heute mal an meinen kleinen See. Ja als äh, Video äh, Content Creator auf YouTube kannst du das halt erlauben und leisten das ist überhaupt gar kein Problem Habt hier eine kleine Leinwand aufgebaut und wir schauen uns die Artikel hier ähm, an und das ist hier ja das ist äh, hat Baerbock Russland den Krieg erklärt das ist der Artikel beziehungsweise die Tatsache womit alles begann ja in Straßburg hat Frau Baerbock sich hier geäußert. Kriegserklärung gegen Russland, wie Annalena Baerbock in einem verrutschten Statement mal eben vom Krieg des Westens mit Russland spricht und was das mit der Realität zu tun hat. Ja, eine ganze Menge, wie ich finde, ja? Es ist ein, äh, es ist ein Auftritt von über einer Stunde. Was am Ende die Runde macht, sind nur ein paar Sekunden. Doch diese haben es in sich und führen dazu, dass viele nun fragen, hat die deutsche Außenministerin mal eben Russland den Krieg erklärt? Dienstagnachmittag in Straßburg, Annalena Baerbock hält eine Rede, <höhnt> Entschuldigung, vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg. Einer Institution, die übrigens nichts mit der Europäischen Union zu tun hat. Baerbock würdigt den Europarat als Hüter von Menschenrechten und Demokratie. Es sei nichts weniger als die Seele Europas. Es sei nichts weniger. Es sei nichts weniger als die Seele Europas. Okay. Ja, wir müssen mehr tun, denn wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Nach Ihrer Rede gibt es freundlichen Applaus und Gelegenheit zu fragen. Es ist der Tag vor Bekanntgabe der Leopard-Entscheidung des Bundeskanzlers. Und so geht es natürlich um die Frage, warum Deutschland in der Panzerfrage da noch zögert. Als dritter Fragesteller kommt... Ein anderer Herr zu Wort, der für die Konservative im britischen Parlament sitzt. Was können wir tun? fragte er die Ministerin, die sich mehrfach für die Lieferung von Panzern ausgesprochen hat, um zu helfen, dass aus ihren großzügigen Worten jetzt auch Handeln seitens ihrer Regierung wird. Musst du dir vorstellen, hier werden die noch unter Druck gesetzt vom europäischen Ausland. Baerbock holt kurz aus, jetzt mit dem Finger aufeinander zu zeigen, so Baerbock, das führe lediglich dazu, dass Putin gewinne. Am Ende ihres frei auf Englisch formulierten Statements sagt sie die Sätze, die seitdem viral gehen. Ja, wir müssen mehr tun, auch in Bezug auf Panzer. Aber das Wichtigste und Entscheidende ist, dass wir es zusammentun und nicht Schuldzuweisungen machen in Europa. Das hat sie so nicht gesagt. Das hat sie so nicht gesagt. Deutschland im Krieg, nein, sagen Kanzler und Völkerrechtler. Wir, also Europa oder Deutschland, führen einen Krieg gegen Russland. Es ist genau das, was sämtliche Spitzen der EU und NATO seit Beginn dieses Krieges verneinen. Und was auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz tags darauf in der ZDF-Sendung was nun betont. Deutschland werde auch durch die Panzerlieferung nicht zur Kriegspartei, worin sich im Übrigen auch Völkerrechtler einig sind. Ja, das spielt ja aber alles überhaupt gar keine Rolle, ne? denke ich mir ganz einfach. Denn was viel wichtiger ist, das schauen wir uns jetzt mal eben an, das ist die Meinung der Russen. Die ist auch wichtig. Deutschland gesteht den Krieg Europas gegen Russland ein. Ja. Also, Leute, ihr könnt ja hier nicht nur sabbeln und, und äh, glauben, dass äh, die Gegenseite da überhaupt nicht drauf reagiert. Ihr könnt, wir können hier nicht, unsere Politik kann hier nicht machen, was sie will, ähm, äh, sagen, was sie will und glauben, sie können das mit einem Statement äh, widerlegen am nächsten Tag. So funktioniert das aber hier nicht. Ja? Denn der Gegner, in dem Fall Russland, hat auch was dazu zu melden, wie hier geschrieben wird. Die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ausgesprochen, was viele längst vermuten. Der kollektive Westen, Deutschland inklusive, führt einen Krieg gegen Russland. Der Artikel fasst einige russische Reaktionen darauf zusammen. Hier so nach dem Motto: Ja, ist mir rausgerutscht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sie hat sehr viel, wie soll ich sagen, äußeres Spiel. Man kann an, ihrem, an ihrer Körperhaltung, an ihrem Gesicht, kann man sehr viel ablesen, wie ich finde. Da wird hier zum Beispiel gesagt, der wichtigste, und so, das ist das, was sie gesagt hat, ein wichtigster, entscheidendste Teil ist, ist, äh, dass wir es gemeinsam tun und dass wir uns in Europa nicht gegenseitig die Schuld schieben, weil wir einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander führen. Das ist hier das Zitat, so wie ich es auch verstanden habe. Ja. So, dann äh, nimmt, äh, achso, Ihrer Meinung nach genau. Und dann hat die ähm, Sprecherin, äh, die Sacharowa, was ist das für eine Sprecherin? Ist das die Sprecherin des Außenministeriums, des russischen Außenministeriums? Die hat also gesagt: Nimmt man dazu noch die Offenbarung der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber, dass sie die Ukraine für die Kampfhandlungen stärkten und nicht auf die Minsker Vereinbarung setzten, dann sprechen wir von einem geplanten Krieg gegen Russland. Und behaupten sie im Nachhinein nicht, sie hätten es nicht gehört. ja. Das Minsker Abkommen von 2014 war ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sehen kann. Das hat Merkel in der Wochenzeitung Die Zeit gesagt. Gerade noch vor kurzem. Ach du Schande, ja. In der Tat war die ukrainische Armee ganz anders als im Jahr 2014. Heute ist sie besser ausgebildet und besser ausgerüstet. Es ist ein Verdienst der Minsker Vereinbarung, dass Kiew diese Chance bekommen hat. Ei, 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 ei. so und dann sagt hier der vorsitzende des rates für außen und verteidigungspolitik also der russischen seite sagt hier selbst auf der ebene der kommunikation bricht es ständig hervor man kann es nicht kaschieren da kann scholz erzählen was er will ob niemals oder auf keinen fall das leben nimmt seinen lauf eine andere Sache ist, dass diese Beteiligung natürlich weitaus intensiver sein kann. Aus diesem Grund ist es für Russland noch zu früh, sich auf die Brust zu schlagen, wir sind im Krieg mit der NATO. Bisher ist es nur etwas Oberflächliches. Jedes Unglück hat jedoch seinen Anfang, sagt hier der, sagt hier der Vorsitzende des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik. So, dann äh, sagt er hier weiter, der Konflikt zwischen den Grünen und den Sozialdemokraten war von Anfang an sehr ernst. Bundeskanzler Olaf Scholz rief zur Mäßigung und Zurückhaltung auf, während Baerbock zur Entschlossenheit und Kompromisslosigkeit neigte. Weitaus stärker als Scholz ist sie solidarisch mit der radikalen Handlung der baltischen Staaten Polens und neuerdings auch Finnlands. Ja. So, Baerbock ist keine professionelle Diplomatin. Im Gegensatz zu NATO-Generalsekretär -General Stoltenberg hat sie noch nicht gelernt, das eine zu sagen und das andere zu denken. Deswegen gab sie Preis, was jeder in der NATO versteht, es aber nicht ausspricht, dass das Bündnis ein direkter Teilnehmer an der bewaffneten Konfrontation mit Russland ist. Und Russland wird sich aussuchen, wie es darauf äh, zu reagieren hat. Das liegt jetzt nicht mehr an uns zu entscheiden, was jetzt hier passiert. Ja? Äh, Annalena Baerbock hat also ja, sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, wie ich mal sagen möchte. Die Mainstream-Medien tatsächlich springen darauf ein und sagen, Russland fordert Erklärung, Baerbock fliegt Kriegsaussage um die Ohren. Also wahrscheinlich auch innerparteilich. Ja? Für die Kreml-Propaganda ist der Satz ein gefundenes Fressen. So, eine Sekunde. In Russland gibt es zunehmend Aufregung um eine Äußerung der Außenministerin über einen Krieg gegen Russland. So, die Sprecherin des russischen Außenministeriums forderte eine Erklärung des deutschen Botschafters in Moskau zu widersprüchlichen Aussagen. Deutschland erkläre einerseits, in der Ukraine keine Konfliktpartei zu sein. Andererseits sage Baerbock, dass sich die Länder Europas im Krieg gegen Russland befänden. Verstehen Sie selbst, wovon Sie reden? fragte sie im Nachrichtenkanal. Telegram, ja, also unsere Politiker benehmen sich unmöglich, können ihren Mund nicht halten und wundern sich, dass die Gegenseite sie ernst nimmt. Ja, ne? Baerbock hat am Dienstag genau diesen, diesen Satz gebracht. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik sprach im ZDF Morgenmagazin von einem extrem unglücklichen Versprecher. Unsere Außenministerin nennt eine Kriegsbeteiligung gegen Russland und andere Menschen betrachten das, ex sogenannte Sicherheitsexpertin, als extrem unglücklichen Versprecher. Befinden wir uns im Krieg mit Russland? Nein, wir sind keine Kriegspartei. Guck mal, 48% sagen ja. 9% wissen nicht. Oi, ai, 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 ai. 43% sagen nein, wir sind keine aktive Kriegspartei. Ai, 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 ai. So, die Bundesregierung betont dagegen, keine Kriegspartei zu sein. Scholz antwortete am Mittwoch auf die Frage, das haben wir eben schon gesehen. Es darf keinen Krieg zwischen Russland und der NATO geben. Auch das Auswärtige Amt stellte nach Berbogs Äußerung klar, Deutschland sei keine Konfliktpartei. Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland, wird hier gesagt. Wenn deutsche Panzer geliefert werden, gehen in Russland die Emotionen hoch, ganz klar, sagte ein Militärexperte. Ja, Moskau wirft den USA und der EU immer wieder vor, in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Den Krieg erklären werde Russland trotzdem nicht, sagte Peskov. Frankreich wies die russischen Vorwürfe einer direkten Beteiligung westlicher Länder am Ukraine-Krieg am Donnerstag zurück. Die Lieferung von Rüstungsgütern im Rahmen der legitimen Selbstverteidigung bedeutet nicht, Kriegspartei zu werden, sagte die Sprecherin. Das, wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland und unsere Partner sind es auch nicht. Ja, aber was ist, wenn der Russe das falsch versteht? Was passiert, wenn der Russe das alles nicht versteht und vielleicht das alles möchte? Hier habe ich einen tollen Artikel gefunden. Ähm, hier wird gesagt der Kampf ums Herzland Hintergrund des Ukraine Krieges. Das habe ich neulich schon einmal erwähnt. Das hier ist das Herzland. ja wir sehen hier ähm, Asien, Europa Russland, der Norden von China und Kasachstan. ja unglaubliche Öl und Gasreserven werden hier noch vermutet. Ähm, seltene Erden, Gold, alles mögliche wird hier noch vermutet. Hier hat man ja noch nicht mal annähernd angefangen zu graben und es wird eben halt auch gesagt, ja, dass alle eben heiß auf dieses, dieses Herzland sind. Deswegen haben wir auch die, die Ukraine-Problematik. Ja. Will man verstehen, was hinter den aktuellen Vorgängen im tobenden Ukraine-Krieg steht, muss man sich mit den knallharten Vorstellungen und Ideen der Geopolitik und Geostrategie beschäftigen. Eines der Grundlagenwerke in diesem Bereich ist die Schrift der geografische Angelpunkt der Geschichte des britischen Strategen egal. Seine einflussreiche Herzlandtheorie bestimmt seit über 100 Jahren die globalen Machtkämpfe und wird auch heute noch von den Strategen des Pentagons berücksichtigt. Ein zentraler Punkt ist die Konfrontation zwischen Deutschland und Russland. Für den Kremlberater Alexander Dugin ist das der letzte Kampf um die Weltinsel. Ei, 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 ei. So, hier wollen wir auch im Detail nicht, nicht reingehen. Es dreht sich hier einfach um diesen Bereich. ja. Nicht? Das ist es hier auch. Unendliche Energievorkommen, Goldvorkommen. Ja. Wir sind eben hier in Europa nur ein kleiner Teil. Und das ist auch etwas. Ne? Wir glauben, wir sind hier aufgrund unserer wirtschaftlichen Erfolge in der Vergangenheit sowas wie der Mittelpunkt des Universums auf der Welt, sind wir nicht. Wir sind ein ganz, ganz kleiner Teil. Und ähm, ja, also... Äh, dieser Wahnsinn dieser Politik, ja die Baerbock erklärt den Krieg. Und im nächsten Schritt finden wir hier äh, unseren neuen Außenminister, der hier einen Antrittsbesuch bei der Truppe macht. Und dieser Artikel heißt hier, darf Pistorius den Parker behalten. So, hier wird darüber gesprochen, dass er also Antrittsbesuch hat und dann auch so einen Parker überziehen muss und das ganz nett findet. Und er sagt, mit der Zukunft hat er auch genug zu tun, weil er sich darum kümmern will, dass die Bundeswehr aufgebaut wird. Guck mal, hier haben wir rechts schon wieder diese gegelten, äh, selbsternannten Elitetypen hier mit den gegelten Haaren. Äh, hier wird ein bisschen was über Pumas und Leopards erzählt. Nichts Dolles, aber so, wollen wir mal ganz kurz äh, schauen. Als der Minister sich nach drei Stunden auf dem Truppenübungsplatz auf, äh, an den Rückweg macht, wird er von der Seite gefragt, ob er den Tarnparker denn behalten dürfe. Er lacht und wendet sich an die Oberleutnants ringsum, darf ich den Parker behalten? Die Soldaten lachen mit, aber eine Zusage geben sie ihm nicht. Weil die wahrscheinlich denken sie zu, dass wir hier anständiges Zeug bekommen, dann darfst du auch den Parker behalten. Und ich sage jetzt mal so, das ist natürlich äh, ein lockerer Antrittsbesuch. Bei der Bundeswehr, ja, aber da kann man mal sehen äh, hier, ne, da wird der Parker zum Thema gemacht, während seine Kollegin in Straßburg sitzt und Russland den Krieg erklärt und wir 14 Panzer in die Ukraine schicken, wo die Russen über 7.000 bisher zerstört haben. Hier wird dann gelacht darüber, ob er den Panzer, äh, den den ähm, Parker behalten darf. Es tut mir leid, es ist peinlich. Klar, natürlich nutzt die Presse das auch aus und berichtet hier dann auch solche unangenehmen Berichte, aber es ist schon wieder. Man sieht schon wieder die Distanz ne, zwischen, ja, man hat so das Gefühl, diese Personen, die das Amt bekleiden, wie auch Frau Baerbock, sie glauben, die stehen über diesem Amt. Und das habe ich auch schon mal gesagt, ja. Viele glauben immer so, die Querdenker äh, sind auch sowas wie Reichsbürger, ne. Wir Freidenker sind überhaupt nicht sowas wie Reichsbürger, ja. Wir, wir wissen, ich weiß, dass ich einen Kanzler brauche, ich weiß, dass ich vielleicht einen Außenminister brauche, ja, oder eine Außenministerin, aber die sollen sich auch anständig benehmen, die sollen mein Land und mein Volk und meine Ideologie und meine Werte vertreten. Und nicht da machen, was sie wollen, ja. Und das ist das, ne? Das sieht man hier eben bei dieser äh, Vorstellung äh, auch hier, ne? Da wird die Person über das Amt gestellt. Ja, und das finde ich unter aller Kanone. Und auch hier, Frau Esken entgleist auch schon wieder. Esken schließt Kampfjets für Ukraine nicht ausdrücklich aus. Die ganzen Wochen war das die Stadt Zimmermann, die jetzt aber sagt: Nein, nein, Jets und so, Kampfjets brauchen wir jetzt tatsächlich nicht. Nee, das fordert jetzt eine andere. Frau Esken nämlich. Jetzt geht diese Diskussion schon von neun los, ja. Hier gehen wir auch gar nicht großartig rein. Es wird nur gesagt hier, dass sie eben gefragt wird und eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat. Auf die Frage, ob sie die Lieferung ausschließe, sagte sie am Sonntag im ARD-Bericht aus Berlin: Es kommt ja ganz entscheidend darauf an, dass eben Deutschland und dass auch die NATO nicht Kriegspartei sind. Deswegen sei die Regierung in diesen Fragen in sehr enger Abstimmung mit den US-Amerikanern. Ja, habt ihr auch die richtigen Partner, habt ihr auch die richtigen Partner ausgesucht? Ja, das ist einfach nur noch, das ist einfach nur noch äh, unangenehm, finde ich, und peinlich. Und jetzt kommt die Esken hier auch noch mit rein. Und der nächste Artikel, müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Ja, jetzt wird die ganze Zeit wird gesabbelt, ne? Der Kanzler muss sich entscheiden und entscheiden. Dann hat er sich entschieden und hat gesagt, keine Panzer äh, in die Ukraine. Wir Freidenker haben das total gefeiert und haben uns gefreut. Nächsten Tag war das Thema schon wieder durch. Dann hat er doch geliefert. Dann freuen sich die einigen und hier kommt bekommt er dafür jetzt auch noch Kritik. Hier gibt es jemanden, keine Ahnung, wer das ist. Scholz hat sich in den USA keine Freunde gemacht. Debatte um Kampfpanzer. Unglaublich. Ja, äh, das hier ist der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, rechnet nicht mit einem Einsatz von Atomwaffen, musst du dir vorstellen. Dass er keine Atomwaffen einsetzen kann. Ähm. Immer wieder deutet der Kreml den möglichen Einsatz von Nuklearwaffen an, das stimmt auch so nicht. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heuskin, hält Ängste vor einer Eskalation trotzdem für unbegründet. Mit dem langen Zögern bei der Kampfpanzerzusage habe Deutschland Vertrauen verspielt, kritisiert der Spitzendiplomat. Musst du dir vorstellen, das Vertrauen des, des Partners, des großen Bruders der USA, des angeblichen großen Bruders der USA, ist viel wichtiger als das Vertrauen in die Bevölkerung. Ja, weil die alle so ein geheimes Spiel im Hintergrund spielen, ja, und keiner darf wissen, was in Wirklichkeit abgeht, ja. Und hinterher heißt es dann wieder, nee, so haben wir das nicht gesagt. Wisst ihr, diese ganze Variante, die wir hier haben, die ist genau wie folgender Artikel, der sich ganz kurz einmal hier um die äh, Gesundheitskrise kümmert. Unbehandelte sind unmöglich behandelt worden, doch Unversöhnlichkeit ist falsch. Das schreibt also hier derjenige Berliner Zeitung, die auch uns unmöglich behandelt haben. Die, die, es ist nicht so, dass die um Entschuldigung bitten, Leute. Nein, die tun jetzt so, als wenn das alles nicht so wild war und nehmen die uns die Entscheidung ab. Das ist genau das Gleiche wie, dass man den Russen sagt, ja, äh, nee, nee, also das ist hier keine Kriegserklärung gewesen. Die hat sich nur versprochen. Da könnt ihr jetzt keinen Film von machen. Und hier genau das Gleiche. Nein, nein, das ist nicht so schlimm gewesen. Ne? Also, dass ihr jetzt so unversöhnlich seid, äh, das ist nicht in Ordnung. Ja, das ist genau Dieselbe Art und Weise mit Fehlverhalten und Kritik umzugehen. Und ich sage euch was, es stinkt zum Himmel in unserem Land. Unser Land ist so kaputt, dass man zum Beispiel ähm, Zahnpastaproduzenten ungenügend überprüft. Und zwar Zahnpastas für, das ist jetzt ein merkwürdiges Thema, aber es ist genau das Gleiche. Man kümmert sich einfach nicht darum, bei Kinderzahnpasta setzt es fünfmal ungenügend. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Das ist hier genau dasselbe. Am Zähneputzen kommt Doch nun sorgt eine aktuelle Untersuchung von Ökotest für eine böse Überraschung. Denn in mehreren Marken Kinderzahncremes steckt der Farbstoff Titandioxid, der von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit als nicht sicher eingestuft worden ist. Dafür setzt es von den Testern das Urteil unverantwortlich. Fünf Kinderzahncremes haben das Testerurteil unverantwortlich bekommen. Ja, unsere Politik lässt einfach diese Produzenten Kinderzahnpastas produzieren, die unseren Kindern Schaden zufügen. Der weiße Farbstoff Titandioxid steht schon seit längerem in der Kritik, weil nach aktuellen Studienlagen nicht ausgeschlossen werden kann, dass er das Erbgut schädigt. In Lebensmitteln ist er deshalb seit August 22 verboten, in Kosmetika bisher allerdings nicht. Das sieht Ökotest insbesondere bei Kinderzahnpasta als bedenklich an, die von Kindern erfahrungsgemäß oft verschluckt wird. Unglaublich, bekannte Marken ignorieren den Forschungsstand zu Risiken des Farbstoffes. Titandioxid kritisiert hier so. Jetzt gehen wir auch in die Marken rein, das interessiert mich gar nicht. Wer hier dran ist, ist Blendamet Blendy Gel Erdbeergeschmack. Odolmed 3, erste Zähne. Musst du dir vorstellen, die Kinder putzen ihre ersten Zähne mit vergifteter Zahncreme. Odolmed 3, Milchzahn, milde Minze und Putzi, Kinderzahngel. Ja, das ist eben auch, ja. Wir sind so durcheinander. Unsere Politik ist so verantwortungslos geworden, so durcheinander, dass sie, ja, so ähnlich wie, wie soll ich sagen, ähm, ja, es ist so schwer zu beschreiben alles, ne? Die, Sie sollen sich um die richtigen Sachen kümmern. Ja. Niemand kümmert sich darum, dass hier auch die Verbraucher geschützt werden, dass das Volk geschützt wird. Niemand kümmert sich um Grundgesetze, äh, Einhaltung von Grundgesetzen. Niemand kümmert sich um diese gesamten juristischen äh, Fehler, die passiert sind. Und von uns sagt man immer nur, ja, war nicht so schlimm. Ja, da musste du halt durch. Ja. Also es ist wirklich... Also, es ist nicht zu ertragen, diese Idiotie hier dieses Landes. Und diese Auswirkungen, die wir jetzt auch hier in der Gesundheitskrise und auch durch die Ukraine-Krise und den Energieanstieg haben, ähm, da passiert jetzt hier Folgendes. Das finde ich also hochinteressant wie abgefahren. In Hamburg, Saturn schließt Filiale, neues Kaufhaus zieht ein. Das musst du dir mal überlegen. Ja? Vor 10, 15, 20 Jahren haben diese großen Saturn-Mediamarkt äh, im Grunde ja, äh, ihren großen Boom erlebt. Und jetzt scheint es so zu sein, dass keiner mehr in diese Märkte geht, um Elektroware zu kaufen. Ja? Diese großen Saturn-Märkte, es scheint zu reichen, dass sie sagen: äh, Saturn online gibt es ja auch, genau wie es Mediamarkt online gibt. Es scheint zu reichen, dass gesagt wird: Es reicht, wenn wir unsere Ware direkt aus dem Lager zu, äh, verschicken. Das geht auch. Das finde ich hochinteressant. Aber jetzt würde man sich fragen: Ja, womit hat er das zu tun? Nun, ich sage es euch ganz ehrlich. Meiner Meinung nach hat das was mit der Verschiebung des Geldes zu tun. Wir Konsumenten haben immer weniger Geld im Portemonnaie. Viele haben ihren Job verloren. Viele ähm, äh, Firmen haben geschlossen. Ähm, und hier wird jetzt gesagt, ähm, ja, scheinbar fehlt den Menschen das Geld, in den Saturn selbst zu gehen. Aber was interessant ist, was hier jetzt reinkommt in diesen alten Saturn. In die Räumlichkeiten soll nun eine Woolworth-Filiale ziehen. Für den Anbieter von Geschenk-, Dekorations- und Elektroartikeln sowie von Bekleidung und Drogerie wäre das der elfte Standort in Hamburg. Also hier, hier in Buxtehude, ne? wir haben hier auch einen. Solange ich kenne, gibt es hier den Woolworth in Buxtehude. Wir Buxtehude haben immer Woolworth dazu gesagt. Ne? Das ist sicherlich ein sehr gängiger Name, vielleicht bei euch auch. Und wirklich, also hier haben wirklich bei uns schon die Geschäfte gewechselt, da macht ihr euch kein Bild, Woolworths hat es immer schon gegeben. Und jetzt möge man sich mal vorstellen, dass die Kette Woolworths kapitalkräftiger ist als Saturn. Die tauschen sozusagen durch. Ja, Also unfassbar, früher hat Saturn die kleinen Märkte verdrängt, heute kehrt sich das wieder um, was ich also hoch interessant finde und auch ein Zeichen äh, dafür sehe, wie diese Zeit sich jetzt ändert. Und was sich auch noch ändert, das habe ich im nächsten Artikel gefunden, das ist auch interessant. Netto bringt bald Balkonkraftwerk mit 820 Watt. Netto hat ein Balkonkraftwerk mit 820 Watt im Angebot, das direkt an eine Steckdose angeschlossen werden kann und die Stromrechnung reduzieren soll. Das Balkonkraftwerk ist eine kleine Photovoltaikanlage. Dazu kommt ein Wechselrichter und ein Anschluss für eine normale Steckdose, um den Strom einzuspeisen. Nach Angaben von Netto kann die Anlage an Orten wie dem Balkon, dem Hausdach, der Garage, der Terrasse oder sogar freistehend im Garten installiert werden. Sie erfüllt die Anforderungen nach VDE. Wow! Das Balkonkraftwerk hat eine, eine Peak-Modulleistung von 820 Watt und eine begrenzte Ausgangsleistung von 600. Es ist mit Solarmodulen ausgestattet, äh, die mit einer neuen Technologie arbeiten. Die Front ist mit gehärtetem Glas, ja bla bla, 21 Kilo, 1,70 Meter mal 1 Meter, Befestigung nicht inbegriffen, okay, so, nach Berechnung des das kann das Balkonkraftwerk eine jährliche Einsparung von bis zu 360 Euro ermöglichen. Die Angabe basiert auf einer Leistung von 880 Kilowatt pro Stunde pro Jahr und einem Arbeitspreis von 40 Cent je Kilowattstunde. 360 Euro, heftig. Und das Ding kostet 729 Euro. Leider wärst du mit zwei Jahren da äh, mit durch. Aber insgesamt finde ich die Idee super und ich denke, die Preise verfallen auch noch ein bisschen, wenn die Menschen anfangen, dann sowas sich öfters zu kaufen. Ne, eine Playstation oder eine Xbox kostet auch irgendwie 600 Euro. Das finde ich, kann man ganz gut mal investieren. Finde ich absolut super. Und das ist auch so ein bisschen ein neuer Trend. Und auch hier sieht man, ja, die Energiewirtschaft kehrt sich um. So ein Ding kann sich jeder Haushalt, egal wohin, ich habe Dachflächenfenster, ich könnte mir das Ding draußen aufs Dach legen, versuchen zu befestigen. Vielleicht hilft mir die Hausverwaltung dabei, hier ein wasserdichtes Kabel durchs Fenster führen, irgendwie mal sehen, wie man das machen könnte. So, und dann in die Steckdose damit, fertig aus. Ja? Also ich will damit sagen, wir stehen auch hier vor einem Umbruch der Energiewirtschaft. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum so viel irrsinnigen Wind im Moment um Gas und Öl und, und diese ganze Geschichte gemacht wird, weil auch diese Industrie sagt, okay. So, in Zukunft werden sich die Leute viel eher zu Hause versorgen, äh, selbst autark sein. Äh, lass uns noch mal ein bisschen Geld abgreifen hier. Schieben den Ukraine-Krieg vor, damit wir noch ein paar Milliarden kassieren können. Weil in ein paar Jahren hat sich das mit uns hier, mit den Energielieferanten, sowieso erledigt. Und der letzte Artikel fällt auch genau in diese Kategorie. Auch hochinteressant. Neuerfindung der Windmühlen produziert Strom und passt auf jedes Hausdach. So sieht das gute Teil aus. Die kleinen Windanlagen sollen auf jedem ein- und mehrfamilienhaus Platz haben. Auch das hier ist sozusagen eine neue Zeit, ja? Das ist der Beginn einer neuen Zeit, ja? An diesem Punkt stehen wir gerade, ja? Und äh, was unsere Politik auf der einen Seite falsch macht, so richtig gibt es ja oder so richtig machen, machen macht die Energiewirtschaft es auf dieser Seite. Ich denke, das ist auch unsere Entscheidung zu sagen: Wir kaufen so ein Teil, wir kaufen dieses Balkonkraftwerk. Ja. Ähm, ja, also, ich glaube, wir werden, ich glaube, wir stehen an einem Zeitpunkt der Zeit, wo wir immer autarker werden, was unsere Energieversorgung anbelangt und, und, und. Und ich denke, das ist auch der Punkt, warum der, der Staat so ein bisschen mehr Übersicht haben möchte über digitale äh, Kontrolle, digitale, äh, ja, diese Apps und äh, sie wollen wissen, was du machst. Wohin du gehst und ob du dich hast behandeln lassen, hin und her. Ähm, ja Und ja, ich finde es super. Ob man das nun machen muss oder so, das ist vollkommen egal. Es dreht sich einfach darum, dass wir an einem Punkt sind, wo die Industrie sowas entwickelt und sagt, hier, kannst du kaufen. Ja? Leise, super leicht und auch bei schwachem Wind effizient. Das verspricht das Mini-Windrad des liedernischen Unternehmens, die Archimedes. Genau. Bei, durch diesen, ihr seht ja diese Trichterform. Durch diese Trichterform kann das eben auch bei ganz äh, wenig Wind laufen, das Teil. Die Energiekrise hat Deutschland fest im Griff, bla bla. So, genau. Äh, in der genau er wird also hier auf äh, erneuerbare Energie gesetzt, Solaranlagen und Windräder. Doch letzteres ist hier immer wieder ein großes Streitthema, die großen Windräder, ja. Denn anders als die konventionellen Windräder sind diese hier für den Heimgebrauch geeignet. Wegen der steigenden Energieprävention, ja gut, das brauchen wir jetzt hier nicht nochmal wieder vorlesen, moderne Windmühle produziert Strom statt Mehl und das flüstert leise. Statt auf klassischen Propellerformen mit Rotorblättern setzt die Windanlage auf Spiralen in Form eines Zapfens oder einer Blume. Der Wind wird von ihnen eingefangen und sorgt für die Drehbewegung. Die Rotationsachse ist, wie man es von großen Windrädern kennt, horizontal. Auf der vertikalen Ebene ist das blumenförmige Design hingehen hingegen flexibel gelagert. So kann es sich mit dem Wind drehen. Laut dem Hersteller ist die Windkraftanlage dadurch sogar effizienter als herkömmliche Rotoren. Ja, ist ja hochinteressant, wie ich finde. Ja. Das kleinste Modell wiegt 100 Kilogramm. Das kleinste Modell wiegt 100 Kilo. Oha, das Ding sieht so klein aus, als wenn man das mit einer Hand halten könnte. Aber 100 Kilo ist tatsächlich... Wo waren wir jetzt hier? Ist echt ein heftiges, heftiges Gewicht. Und hat einen Durchmesser von 1,50. Oha! Je nach Standort und Windverhältnissen können Endverbraucher äh, mit, ein, mit etwa 1500 Kilowattstunden Energieausbeute pro Jahr rechnen. Und dann nehmen wir die von dem, Windkraft, äh, von dem Balkonkraftwerk noch mit dazu. Wunderbar, diese Kapazität ist verglichen mit Solaranlagen recht gering. So werden heutzutage laut für Einfamilienhäuser häufig 20.000 Watt und mehr installiert. Allerdings können die Windmühlen auch Nachtsenergie erzeugen und sind nicht von saisonal bedingten Sonnenstunden abhängig. Ja, interessant. Sehr interessant. Doch nicht nur verglichen mit Solaranlagen ist die Energieausbeute des kleinen Windrades gering. Es gibt andere Windkraftanlagen, auch für den Heimgebrauch, die leistungsstärker sind. Die Windmühle ist also vor allem dann eine sinnvolle Investition, wenn man darauf Wert legt, dass das Gerät bodennah, möglichst leise und auch schon bei wenig Windenergie einfährt. Ja nun, das läuft ja nun dann den ganzen Tag. Ne? Das ist ja soweit, äh, ich finde das hochinteressant, dass diese Technik sich dahingehend schon so krass entwickelt, dass äh, man sich das zu Hause hinstellen kann, ja. Also, es ist hochinteressant, muss ich sagen. Ähm, je autarker wir werden oder je mehr Möglichkeiten wir haben, autarker zu werden, desto besser ist es. Ich weiß, ja, für große Familien mit Einfamilienhäusern ist es immer noch ein bisschen schwieriger. Da geht es dann nur über die großen Solaranlagen. Aber ich sag mal so: als kleiner Single mit einem kleinen Balkon kann man sich doch versuchen, mit so einer Investition vielleicht äh, ein schönes Leben zu machen. Jetzt nicht unbedingt mit diesem Rad. 100 Kilo kannst du ja als Privatperson nicht auf den Balkon stellen. Aber das Balkonkraftwerk, ja, mit den Solarzellen, das äh, auf jeden Fall. Ja, im Grunde war es das auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich für eure ganze Aufmerksamkeit. Ich möchte auch wissen von euch, was ihr heute hier zu dem Inhalt meines Videos zu sagen habt. Und teilt mir auch bitte mit, was ihr zu diesem neuen, offenen, sonnigen Design zu sagen habt. Ob euch das gefällt. Ob euch das andere besser gefallen hat, was ich vorher hatte, diesen beleuchteten Kristalltunnel und das alles, ja, ich fand das wie gesagt ein bisschen zu dunkel, ja und wollte jetzt mal so ein bisschen Licht hier erscheinen. Ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Abonniert bitte meinen Kanal, schreibt einen Kommentar und liked auch dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch mal in der Videobeschreibung, da sind noch Links zu finden von meinem Odyssey-Kanal. Odyssey ist auch eine Videoplattform. Odyssey äh, nimmt alle Videos, die ich auf YouTube hochlade ähm, und veröffentlicht sie, die, die auf Odyssey. Das heißt, ihr findet auf Odyssey alle Videos, auch die, die hier auf meinem YouTube-Kanal in der Vergangenheit gelöscht wurden. Schaut da gerne mal rein und schaut auch gerne mal auf meinen Twitter-Kanal. Das ist unfassbar, was auf Twitter abgeht. Da gibt es Informationen, die findet man auf Telegram zum Teil nicht. Äh, das ist wirklich hochinteressant. Den Link dazu findet ihr auch hier unter der Videobeschreibung. Ja, und wenn du jetzt bis hierhin ne, mein Video noch nicht geliked hast und noch keinen Kommentar geschrieben hast und auch meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann macht das alles nichts. Dann unterstützt du meinen Kanal trotzdem dadurch, dass du das Video jetzt hier bis zum Ende geschaut hast. Und dafür bedanke ich mich auch bei allen anderen. Vergiss aber bitte beim Rausgehen nicht, ein, das Video zu liken, einen Kommentar zu schreiben und hier auch... Den Kanal zu abonnieren, aktiviere die obere Glocke, damit du in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich allerdings sicher. Wir, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.